Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu dem sechsten Part von Super Mario Galaxy 2 auf meinem Kanal, also vom Let's Play Projekt. Ich habe es schon beim letzten Mal gesagt, nämlich haben wir einen Brief vom Spielaffen bekommen. Wir werden ihm jetzt begegnen und wir werden sehen, was er denn von uns will. Und vielleicht gibt er auch uns einen Powerstern. Das ist nämlich natürlich höchstwahrscheinlich, dass er uns einen Powerstern gibt. Hier, hüpf, Highscore mit dem... Oh nein. Ich kann mich noch erinnern, als kleines Kind habe ich da so oft verkackt, das glaubt man nicht. Dann habe ich es vor, keine Ahnung wie viele Wochen wieder gespielt und dann habe ich es einfach First Try geschafft. Weil es irgendwie dann auch, wenn man überlegt, auch dann nicht mehr so schwer wird. Na gut. So. Da drüben ist der Typ und wir werden jetzt... Ich hätte einfach zu ihm gehen sollen. Ups. Oh, wir brauchen 10.000 Punkte, also wir sollen Gegner besiegen, als auch Münzen einsammeln. Davon bekommen wir Punkte und let's go. Dun, dun, dun. Upp, upp, upp. Okay, dann noch ein paar Münzen. Alter, ich will doch mal 300er Dings. So. Oh, den können wir gebrauchen. Bei Sternteile müssen wir auch Punkte bekommen. Okay, wir gehen erstmal zu die hier. Nein! Okay, komm weiter, weiter, aufstehen. Okay, wenigstens einmal eine 300er Marke. Stopp! Die muss ich jetzt einsammeln. Schnell, die auch. Und jetzt schnell nach oben. Es fehlen noch so viele. Eins. 2, 3, sehr gut. Dann schnell die Münzen. Okay, wir haben schon mal die Hälfte. Sehr gut. So. Eine Minute bleibt nur noch. Oh. Ja. Und noch vielleicht ein Gumba. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob wir von den Sternteilen Punkten bekommen. Aber Hauptsache, wir töten die Gegner, um Punkte zu bekommen. Ja, sehr gut. Okay, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Okay, das können wir jetzt schaffen. Ja, komm. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Ja, wir haben es sogar richtig pünktlich geschafft. Okay, das ist nicht schlecht. Natürlich schon mal Vorwarnung, falls Lags in der Capture-Cut-Aufnahme, als auch hier Mikro Zeug so sein sollte, leiser oder zu laut. Tut mir leid. Aber wie war schon mal voraus. Okay, wir haben 13.770. Schon krass. Ich weiß nicht mehr, wie viel Last Gaming hatte. Also, falls du das siehst, wenn ich mehr habe als du, dann steht's wieder im Punkt für mich in der Spaß. Das war nur ein Witz. Das war nur ein Witz. Juhu! So, wir gehen dann auf jeden Fall weiter. Ich denke, wir müssten von Welt 1 jetzt einen Teil haben. Also schon mal fertig haben. Bei Komet warten wir natürlich und machen direkt bei Welt 2 weiter. Ich weiß noch, dass da beim letzten Part, also Part 5, zum ersten Mal passiert ist, dass die Capture Card abgestürzt ist. Also gerade läuft sie noch. Das ist gut. Okay, ja, steht schon Galaxy komplett, habe ich vorher nicht aufgepasst. Bei dem warten wir Komet, hier warten wir einen Komet und so weiter und so fort. Hier warten wir natürlich auch übrigens einen Komet. Ich wollte noch sagen, dass... also erstmal, welches Datum es heute ist, wann es aufgenommen wurde. Mal sehen, heute ist Samstag. Es ist der 18.04.2020. Eigentlich 2020, aber irgendwie sage ich jetzt ab sofort meistens 2000. Na gut, ist egal. Wir sind jetzt bei der Brüssel-Brock-Galaxie Rolodelo auf Kollisionskurs. Das ist nämlich das Item, das wir heute sehen werden. Weiß nicht, ob man jetzt eher Felspilz, Steinpilz sagen würde. Ich weiß es nicht. Das wird sowieso gleich gesagt, was hier das genau für ein Item ist. Das wird ja sowieso bekannt gegeben. Kommt schon. Jetzt. Vor allem, man hat auch bemerkt, bei den einen da, also ich weiß den Namen nicht, hat man gesehen, dass es zweifarbige gibt, also einmal so komplett blau und einmal gelb. So, Fels.
Also, es ist anscheinend das Feld, der Felspilz. Ich finde Steinpilz ehrlich gesagt besser. Und somit wird man zu Felsen-Mario. Wir haben auch jetzt die Kometenmünze und können jetzt gleich weitergehen. Die Sache ist halt, wir werden gleich ein bisschen Wii Sports in Mario Galaxy spielen, okay? Also, wird nicht lang dauern. Dafür müssen wir die Brücke hier aufmachen. Dann einen Strike machen. Weg ist es kein Strike. Na gut, wer hat doch gesagt, dass ich gut im Bowling bin? Den töten wir jetzt gleich auch. So. Schönen Sternteil bekommen. Und jetzt gehen wir weiter. Let's go. Okay, wir müssen auf jeden Fall alle Gegner hier umbringen, um weiterkommen zu können. Nein! 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 Ich habe nur vergessen, wie man anhält. Das ist mein Problem. Ich weiß es nicht mehr. Also das hat... Also ich habe es gar nicht mehr gewusst am Anfang, dass man überhaupt anhalten konnte. Und dann weiß ich jetzt nicht mehr, wie man das macht. Also wenn es keine Funktion gäbe, in der man nicht anhalten könnte, dann wäre es echt brutal scheiße, muss ich sagen. Aber zum Glück hat Nintendo daran gedacht. Ich muss mir überlegen, wie das geht. Wie geht das? Mann, wie geht das? Ich weiß es einfach nicht mehr. Muss man irgendwie springen oder so? Keine Ahnung. Dich will ich jetzt mal... Ach, scheiß drauf. Stirb. Ich weiß es gar nicht mehr, wie das geht. Also ich meine... wie man überhaupt hier anhalten kann. Ich sonst habe ich jetzt gedacht, man muss gegen einen Stein knallen. Also gegen einen dieser Riesenfelsen, nicht die, die rollen, sondern halt die wir schon da stehen bleiben. Diese grauen hier, die hier. Weil man merkt, dass auch die anhalten. Und dann halt... Boah. Ist das euer Ernst? Ist das euer Scheiß Ernst? Stirb's jetzt. Alter, geht! Was ist heute mit mir los, ey? Ja, hau ruhig ab. Hau ruhig ab. Kleiner Hosenscheißer. So. Hey! Wo hat man denn bitte da einen Felsen gesehen? Wo? Kannst mir mal irgendjemand sagen? So. Endlich, ey. Verdammte Scheiße. Sorry, dass ich jetzt schon übel drauf bin, aber ich kann halt nichts dafür, wenn ich nicht weiß, wie man anhält. Vielleicht hätte ich mir davor nachschauen sollen. Jetzt muss ich nur wissen, wie es hier weitergeht. Auf jeden Fall. Achso, hier und dann... Aha. Vielleicht führt es ja zu einem weiteren Stern. Nee, tut es nicht. Ja, machen wir ganz schnell. Für der Nächste, der hier reinkommt, hat Glück. Na gut, soll hier noch was kommen oder nicht? Ups, die habe ich vergessen, dass man die gar nicht kaputt machen kann. Es muss doch hier irgendwie auch weitergehen, oder? Okay. Ging noch gut. So, jetzt habe ich somit das Ding kaputt gemacht. Der muss doch irgendwas... geben. Hä? So rollt man er weiter. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Also wie man jetzt anhält. Dann hätte man das wenigstens mir sagen können. So. Na gut, wenn hier nichts gibt, dann gehe ich weiter. Weil es soll hier auf jeden Fall wieder einen Boss geben. Schon mal der nächste Boss in diesem Part. Also der erste für in diesem Part. Allgemein fürs LP. Warte kurz. Weil. Irgendwie hat meine Katze jetzt die ganze Zeit geschrien an der Tür, obwohl meine Tür offen ist. Komisch. Hm. Na gut, jetzt sind wir wenigstens teils vorbereitet. Checkpoint. Jetzt gehen wir zum Boss. Da drüben leuchtet ja der Stern und da ist auch nämlich der Boss. Oh, da waren Sternteile. Jetzt habe ich gar keinen gesammelt. Toll. Sehr toll. So. Wir kämpfen gegen
diesen Hamster oder einen Shiny Sandan, I don't know. Oder ist es die Mario-Form eines Sandans? Schnell, töten, töten, töten! Ah, jetzt weiß ich, wie man anhält. Oder der, nee, der hält automatisch an. Komm! Ja! Hab ihn noch getroffen. Hab ihn noch getroffen. So, hi Mitzi. So, erstmal weitermachen. Oh! Halt an! Halt an! Jetzt stirb! Es fehlt noch ein Treffer. Und jetzt ist er richtig gefährlich. Ist noch einmal. Oh nein, doch nicht. Oh, jetzt treffen. Ja. Hä, was? Als ob man viermal treffen muss. Okay. Schnell wegrennen, wegrennen. Noch einmal, wegrennen. Ich glaube jetzt bitte. Ja. Jetzt hat man es gehört. Okay, und ja. Jetzt ist dieses Sandan, das Shiny Sandan, erledigt. Aber ernsthaft, das ähnelt ein bisschen, also sagen, als hätte Sandan schon zwei weitere Entwicklungen. Also als wäre das hier, keine Ahnung, Sandanster oder so. Und dann gibt's halt, also Sandan, Sandamster, also der hier und Sandame, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Na gut, es hat schon eine Ähnlichkeit, muss man zugeben. So. Somit sind wir wieder zurück auf unserem Raumschiff und haben gerade schon mehr als 10 Minuten für 2 Sterne gebraucht, aber hat erstmal gut funktioniert. Hm? Vor allem, man hat, falls ihr den letzten Part gesehen habt, ich habe sogar schon ein bisschen editiert, wie man gesehen hat, weil ich habe jetzt gedacht, weil ich die Zeit nutzen konnte, dass ich dann wenigstens etwas editiere, nicht viel, so wie bei meinen Hauptvideos, also Gameplay und so, sondern halt wenigstens ein ganz kleines bisschen. Nicht so, was der Videolänge also von der Videolänge her ändert. Aber, naja, schon wenigstens etwas. Wir nehmen auf jeden Fall jetzt den Gourmet nochmal zu uns. Und er soll sich gleich in einen Planeten wieder verwandeln. Somit gibt es dann 3 weitere. Ja, sprechen wir ihn erstmal an. Aber wir gehen, glaube ich, schon als erstes zu diesem. In dem er sich jetzt verwandelt. So, erstmal ihn 700 geben. Sehr gut. Jetzt ist er bestimmt glücklich. Verwandeln! Ich hoffe, das hört sich auf jeden Fall allgemein gut. Ich weiß, dass man... Ja, dass ich schon öfter das gesagt habe. Aber ich weiß halt immer noch nicht, mit was... Also, ich genau mein Mikro benutzen sollte. Entweder hier mit Popschutz, ohne Popschutz. Mit diesem Teil hier. Entweder auch mit Popschutz oder ohne. Ich weiß es halt nicht. Aber wir werden es irgendwann herausfinden. Okay, wir gehen zu diesem Planeten, zur Honigblütengalaxie. Was auf jeden Fall schon darauf hinweisen kann, dass wir schon das nächste Item zu uns sehen. Summ, summ, Jungbiene, Mann. Das ist damit das gemeint, dass, gleich, da drüben, da sieht man es, das Bienen-Item. Das sehen wir heute jetzt auch in diesem Part. Somit schon 2 Items heute. Schon krass. Und Boss, weiß ich nicht. Also, ich glaube, hier gibt es keinen Boss fürs Erste. Aber es wird irgendwann noch einen Boss geben. So. Auf jeden Fall weiß ich schon auch, es gibt ja den Secret Star. Der ist nicht schwer zu finden, muss ich sagen. So, So. Vor allem, ich habe mir gedacht, der führt so einen Boss hin. Also, oder vielleicht One-Ups oder so, aber stattdessen führt er uns zu einem Stern. Der dritte Stern für heute. Aber keine Sorge, wir gehen nochmal zur Honigblütengalaxie zurück und machen den, also die allgemeine Mission. Wir gehen das Level durch und danach, ja, weiß ich nicht, ob es dann für heute war oder nicht. So, wir haben jetzt 19 Power-Sterne. Und es geht hier zwar weiter und wir könnten auch direkt zu Bowsers Schloss gehen. Tun wir aber nicht. Das tun wir wahrscheinlich entweder im nächsten oder dann im 8. Part. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Erstmal machen wir hier weiter. Ja gut, Sternteile könnte ich sehr gerne klauen. So, ups. Okay, und weiter geht's. So, dann gehen wir nochmal zurück zur Honigblütengalaxie. Wir brauchen ja allgemein auch die Kometenmünze, das stimmt ja.
Wenn es von der Länge ich es schnell schaffe, dann werde ich noch ein Level machen. Dann könnten wir auch theoretisch beim nächsten Mal... Ach nee, das wird schwer. Ich glaube, beim 8. Part oder 9. Part werde ich höchstwahrscheinlich gegen Bowser kämpfen. Denn mir fällt gerade auf, bei einem der nächsten Galaxien, da gibt's 3 Sterne zu holen. Und das ist schon übelst krass. Das wird bestimmt einen ganzen Part dauern. Kann ich mir echt vorstellen. Da werde ich wahrscheinlich nur dieses Level für heute machen. Beim 7. Part werden wir eins der Galaxien natürlich besuchen. Okay, erstmal hier das neue Item. Das ist nämlich Bean Mario. Den haben wir jetzt erstmal heute. Den gibt es schon eigentlich seit Galaxy 1. Damit bekämpfen wir ihn auch, wie wir beim letzten Part gesehen haben, gegen den Vater. Nur in diesem Teil, also in Galaxy 2, bekämpft man gegen den Vater mit der Wolkenblume. Wir sagen eine Revanche, jedoch mit anderem Item. Oh, warte, hier. Na gut, wenigstens rüber geschafft. Wenigstens das. Wir bräuchten nur bitte nochmal das Bean-Item. So, okay, man konnte sehen, dass man nur mit Bean Mario anscheinend auf den Wolken als auch auf den Blumen stehen kann. Auf jeden Fall ergibt es natürlich auch Sinn mit den Blumen. Das ergibt voll Sinn, weil allgemein Menschen sind viel zu schwer für Blumen. Und da sieht man schon den Secret Power Stand, den wir ja schon geholt haben. Da ist ja jetzt fair und transparent. Das ist auch ein Like 1 und 1, nicht Spaß. Na gut, die Münzen holen will ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht kann ich hier durch. Passt. So, dann irgendwie hier rauf. Nein! 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 Oh! Glück gehabt, ey. Natürlich kann man auch in dieser Galaxie sterben, wenn man so dumm ist wie ich. Aber, zum Glück haben wir das gerade nicht getan. Okay, wir haben es rüber geschafft. Der Schaden hat sich wenigstens gelohnt, dass wir... Na gut, ich habe auch Schaden im Kopf. Hehehehe, nicht Spaß. Okay, was war das gerade? Echt jetzt, was war das gerade? So. Ah, hier sind die Fuzzies. Vorhin, als ich mal offline aufgenommen habe, ich habe vergessen, wie die hießen. Also die Fuzzies, ich habe von denen einfach den Namen vergessen. Doch dann wusste ich ihn wieder. Oh, also jetzt gerade eben habe ich wieder mich an den Namen erinnert. Und ja, jetzt weiß ich natürlich wieder. Lass mal ein paar Sternteile gönnen. Yippie! So, und... Moment mal! Noch mehr Sternteile. Die holen wir mal. Danach können wir das Level beenden. So. Okay, und... Alle! Hopp! Hier finde ich es ehrlich gesagt zu kompliziert, die Sternteile einzusammeln. Aber wenn man sich schon daran gewöhnt hat, dann kriegt man das easy an. Aber ich krieg das nicht hin. Ich bin einfach nur so doof. So, dann geht es hier direkt weiter. Der nächste Checkpoint. Oh, die Pflanzen. Die finde ich, die sind auch hier eingeführt worden. Die finde ich auch recht gut. Also ich meine halb mit gut. Mit gut meine ich halb, dass sie hier eingeführt wurden. Die haben auch sozusagen ihre eigene Intelligenz, sage ich jetzt mal. Und sind so ab sofort dann Lebewesen. Sind, glaube ich, sogar besser als Piranha-Pflanzen, finde ich ehrlich gesagt. Warum hätten... die hätten eigentlich in Smash kommen sollen. Ne, Spaß. War ein Witz. So. Schnell. Nach. Okay, komm da. Ach, wahrscheinlich hing ich da irgendwie an der Wand fest oder so. Kann ich mir vorstellen. Okay, hier mal kurz landen. Sehr gut. Dann da drüben. Okay. Dann hierauf. Ah, da oben. So, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt den 4. Stern für heute geholt. Schon übelst krass, weil halb 2 relativ schnell ging. Vor allem der Secret Star hier. Danach kam halt das mit dem Spielaffen. Und dann gab es halt die normalen Level. Wir waren ja vorhin gegen Sandan kämpfen, stimmt. Da muss ja, also bei Brosselbrücke, keine Ahnung, ja. Egal, beim nächsten Mal. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt gerne diesen Kanal abonnieren, also auch die Glocke aktivieren. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Lasst alle bitte ein Like da und ein bisschen Liebe und abonniert auf Ehre einen meiner besten Freunde, 18ator 9001 und ein zweiter Kanal 18ator.